Das Magazin heute mit diesen Themen. Das Lobau-Protestcamp zieht weiter und wird von der Polizei aufgelöst. Wir liegen Probe in den neuen Nightjet-Garnituren der ÖBB und wir tauchen ab in die Tiefen des Traunsees bei Tiefenrausch. Und damit herzlich willkommen zum neuen Kurier-TV-Magazin. Die Protestbewegung Lobau bleibt, sorgt mit ihren Aktionen ja seit einiger Zeit für Aufsehen. Jetzt gibt es neue Entwicklungen. Die Aktivisten ziehen weiter. Erst heute früh haben sie mit einer Demo auf Bahngleisen einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Michael Baumgartner hinterfragt diese Methoden bei der Verantwortlichen von Lobau bleibt. Gestern ist das große Protestcamp von Lobau bleibt in der Anfanggasse in der Donaustadt abgebaut worden. Nicht zufällig gestern, sondern bis gestern war das Ultimatum der Stadt Wien. Es haben nämlich die regelmäßigen Kontrollarbeiten an den Bäumen nicht mehr durchgeführt werden können, wegen den vielen Zelten, und angeblich hat es auch eine Rattenplage gegeben. Aber die Proteste und Demonstrationen von Lobau bleibt, die gehen weiter. Heute früh hinter mir eine große Protestaktion, hier bei der U2 Hausfeldstraße. Die Demonstranten haben sich an die Gleise gekettet, da diese abgebaut werden. Aber braucht es wirklich so extreme, so arge Maßnahmen? Das habe ich die Sprecherin von Lobau bleibt gefragt. Ja, diese Gleise der S80 sollen jetzt abgetragen werden, um die Stadtautobahn zu bauen. Die Stadtautobahn kann nämlich nur gebaut werden, wenn diese Gleise jetzt abgetragen werden, weil sie direkt runter durchführen. Da wird jetzt öffentliche Infrastruktur abgedreht. Im Sommer ist auch die U2 zwei Monate lang stillgestanden, um dieses fossile Großprojekt zu bauen. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich denkt, wir leben mitten in der sich zuschärfenden Klimakatastrophe. Wir leben mitten in einer Krise der Teuerung, wo sich die meisten Menschen das Autofahren überhaupt gar nicht mehr leisten können, weil es viel zu teuer geworden ist. Und trotzdem hält die SPÖ Wien an so einem fossilen Projekt fest, wo sie sagt, wir fesseln jetzt die Leute in der Donaustadt auf Jahrzehnte ans Auto, statt sinnvolle öffentliche Infrastruktur anzubieten und auszubauen. Das hat natürlich zu einem riesigen Polizeieinsatz geführt. Warum müssen es wirklich so drastische Maßnahmen sein? Wir leben in der Klimakrise. Der IPCC, der Weltklimarat, da sind die besten Wissenschaftlerinnen der Welt zusammengekommen, hat gesagt, wir haben 2 bis 3 Jahre Zeit, um das Ruder herumzureißen. Das ist sehr, sehr kurz. Und wenn wir das nicht schaffen, dann leben wir in 40 Jahren in Wien in einer Wüste quasi. Dann trocknet die Donau aus. Also das ist wirklich so drastisch. Wir müssen uns das vor Augen führen. Wir werden nichts zu essen und nichts zu trinken haben. Wir werden uns gar nicht mehr die Frage stellen, ob wir mit den Autos oder mit den Öffis fahren, weil beides nicht mehr gehen wird, wenn wir so weitermachen. Es ist jetzt Zeit, solche Maßnahmen zu setzen. Es ist jetzt Zeit, sich hinzusetzen und zu sagen, wir blockieren hier, wir gehen nicht mehr weg. Ihr könnt mit dieser Politik nicht weitermachen. Aber glauben Sie nicht auch, dass diese extremen Aktionen viele Leute abschrecken? Warum setzen Sie nicht doch auf Information, auf Dialog? Wir setzen auch auf Information und auf Dialog. Wir haben 2 Ausgaben der Lobau bleibt Zeitung gemacht, die wir in der ganzen Stadt verteilt haben. Insgesamt 250.000 Auflage. Wir haben Ausstellungen gemacht. Es läuft jetzt gerade die 3. Ausstellung zur Lobau bleibt Protestaktion. Also wir machen ganz, ganz viel. Wir machen immer wieder Infostände und so weiter. Das ist ganz wichtig. Das gehört alles zusammen. Aber wir müssen auch sehen, es gibt jetzt seit 40 Jahren diese Bewusstheit, was da passiert. Seit 40 Jahren machen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Arbeit. Gibt es Leute, die den Dialog suchen, gibt es Leute, die Informationen verbreiten. Und die Regierenden haben es immer noch nicht begriffen. Und deswegen sagen wir, es ist jetzt an der Zeit, auch solche Maßnahmen zu setzen. Jetzt haben Sie gestern das Camp abgebaut, Ihr Hauptcamp quasi. Das war eigentlich schon so eine Deadline, die die Stadt Wien gesetzt hat, mit Gründen, die Sie nicht verstehen. Das waren vorgeschobene Gründe. Wenn man sich anschaut, es ist gesagt worden, man müsse Baumpflegearbeiten machen. Wir haben dann gesagt, ja natürlich, wir lassen die Baumpflegearbeiten zu, wir gehen auf die Grünfläche direkt daneben. Dann hat die Stadt Wien die Grünfläche abgesperrt, völlig unverständlich für alle, weil dort die ganze Woche keine einzige Baumpflege- oder Grünpflegemaßnahme gesetzt wurde. Es sind alle Leute, auch die Anrainerinnen, sind dann davor gestanden und sich gedacht, was ist hier los? Hier wird vorgeschoben, es werden Pflegemaßnahmen gesetzt. Tatsächlich passiert nichts. Wir haben nie die Grünpflegemaßnahmen behindert oder irgendwas. Das wird jetzt konstruiert, um zu sagen, wir haben irgendeinen Grund, den Protest zu untersagen. Aber man muss schon sagen, das Versammlungsrecht ist verfassungsrechtlich geschützt. In einer Demokratie ist das ein sehr, sehr hohes Gut. Aber trotzdem sind Sie jetzt abgezogen. Warum sind Sie nicht dort geblieben? Wir haben jetzt nicht vor, uns mit der Stadt Wien um irgendwelche Versammlungsorte zu streiten, sondern wir sagen, wir schauen, dass wir maximal
das rausholen aus dem Protest, was geht. Und deswegen auch diese Aktion heute. Wenn sie sagen, wir können es da nicht sein, dann gehen wir halt woanders hin. Wir werden nicht aufhören zu protestieren, egal wo. Sind jetzt in Zukunft eher mobile Demonstrationen geplant oder wird es wieder fixe Camps geben? Ja, wir haben sehr viele unterschiedliche Dinge geplant. Jetzt gerade nächstes Wochenende wird stattfinden eine Konferenz, wo österreichweit Initiativen zusammenkommen, die sich für eine klimagerechte, für eine sozial gerechte Verkehrspolitik einsetzen, gegen fossile Großprojekte, gegen Klimazerstörung. Da werden ganz viele Menschen aus ganz Österreich zusammenkommen, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Man darf gespannt sein, was da rauskommt. Jetzt ist der Lobautunnel eigentlich schon abgesagt worden von der Klimaministerin. Jetzt fehlt aber noch die Unterschrift vom Finanzminister. Glauben Sie, wird das jetzt wieder zurückgezogen, diese Entscheidung? Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Entscheidung nicht zurückgezogen wird. Der Lobautunnel ist ein derart aus der Zeit gefallenes Projekt. Es kann nicht sein, dass im Jahr 2022, wo wir eine Trockenheit erlebt haben in diesem Sommer, die niemand von uns gekannt hat, auf die Idee kommen, einen riesigen Tunnel durch eines der wichtigsten Wasserreservoirs Ostösterreichs zu graben. Das kann nicht sein. Deswegen, dass dieses Projekt wieder ausgegraben wird, wird nicht passieren. Wir werden das verhindern mit aller Kraft, die wir haben. Schon länger versuchen die österreichischen Bundesbahnen, das Reisen mit der Bahn attraktiver zu machen. Es gibt zwar gute Angebote, mit dem Nachtzug in europäische Hauptstädte zu fahren, aber die sind schnell ausgebucht und meistens ist Fliegen dann doch noch billiger und vor allem schneller. Rund 800 Millionen Euro investieren die ÖBB, um mehr Übernachtungsgäste auf die Schiene zu bekommen. Die Wiege der Schlafwegen ist in Wien-Simmering. Hier werden die Nightjets der ÖBB designt und produziert. Heute wurde die neue Generation der Nachtzüge vorgestellt. Im Beisein von Klimaschutzministerin Lenore Gewessler wurden die Vorzüge der neuen Garnituren hervorgehoben. Ich fahre regelmäßig, aber ich glaube, mit diesem neuen Design, mit den vielen, vielen neuen Features, die dieser Zug aufweist, mehr Privatsphäre, WLAN, ganz anderes Komfortlevel, wird das für noch viel mehr Menschen eine attraktive Art, sich fortzubewegen, ganz bequem über Nacht von Zentrum zu Zentrum. Und genau das brauchen wir im Klimaschutz, der Nightjet, als Zukunft der Kurz- und Mittelstrecke in Europa. Vom Familienabteil bis zu abschließbaren Einzelkojen plus Dusche. So sollen die Fahrgäste in Zukunft die Nacht auf der Schiene verbringen. Ist in Wirklichkeit nicht vergleichbar mit den alten Nightjets. Das ist ein Design aus dem jetzigen Jahrtausend. Und de facto alle Anforderungen, die uns die Kunden auch hier mitgegeben haben, alle Anregungen, haben wir versucht hier in dem Design umzusetzen. Und haben das Ziel gehabt, mehr Komfort, mehr Privatsphäre, auch im Bereich der Liegewagen. Ich glaube, ein modernes, ansprechendes Design. WLAN, auch eine massive Forderung. Und im Schlafwagen jeder ein eigenes WC, eine Duschmöglichkeit, respektive im High-End-Bereich sogar auch eine eigene Dusche. Ich glaube, das wird das Reisen noch mal angenehmer und komfortabler machen. Dank neuer Aufhängungen und Federungen sollen Vibrationen kaum noch spürbar sein. Auf die Energieeffizienz der tonnenschweren Zuggarnituren wurde geachtet. Gemeinsam mit unserem Hersteller haben wir auch auf dieser Seite hier Innovationen getätigt. Ich glaube, das wichtigste Beispiel ist hier das Drehgestell, das um ein Drittel weniger Gewicht hat. Und weniger Gewicht bedeutet auch weniger Energiebedarf. Das konnten wir hier umsetzen. Das Reisen mit dem Zug ist bei umweltbewussten Gästen zwar schon angekommen, Plätze in Schlafwegenabteilen sind allerdings kaum zu bekommen. Das erschwert den Umstieg vom Flugzeug auf die Schiene ungemein. Also wir weiten unsere Kapazitäten aus, aber es ist in der Tat so, dass wir seit Mai einen enormen Boost an Nachfrage im Fernverkehr und im Nachtverkehr erleben. Unsere Züge sind über Wochen tatsächlich auch ausgebucht, und zwar in allen Qualitätsstufen. Insofern kann ich nur appellieren, zeitgerecht reservieren. Auch ich muss ab und an einmal sozusagen durch die Finger schauen und bekomme kein Ticket mehr. Das freut mich auf der einen Seite für uns als Unternehmen. Natürlich, als Privatmensch schmerzt mich das auch manchmal, natürlich. Das könnte sich ändern, wenn ab nächstes Jahr die 33 neuen Garnituren durch Europa rauschen. Allerdings erst nur nach Italien. Die Zulassung für andere Länder, die steht nämlich noch aus. Haben Sie schon gesehen, wie das Burgenland jetzt für Wein wirbt? Schauspieler Nikolaus Ovtscharek wirbt jetzt für die edlen Tropfen aus dem sonnenreichen Bundesland und das völlig außer Rand und Band. Bom. Bom. Bom.
So einen Van. Spielt's nur da. Burgenland, die Sonnenseite Österreichs. Nach verrückter Werbung für ein Schuhhaus, jetzt also crazy Werbung für Wein. Es wird das TV-Ereignis des Herbstes. Am 24. September auf SchauTV. Tiefenrausch live. Wir tauchen mit einem U-Boot an die tiefste Stelle des Traunsees, um den Klang der Erde aufzunehmen. Die Infos zu diesem Mega-Event finden Sie laufend auf kurier.at und bei uns im Magazin. Vorab muss eine solche Mission natürlich schon mal genauestens geplant werden. Und deshalb sind wir in einem ersten Probetauchgang mit dem österreichischen Bundesheer schon mal abgetaucht. Ein Ort, an dem noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Wir tauchen ab an die tiefste Stelle in einem österreichischen See. Minus 191 Meter misst der Traunsee an der tiefsten Stelle. Was hat er gemacht? Also wir fahren dann mit dem Boot raus zu dem Tauchplatz Hundsgraben. Dort ist geplant ein Tauchgang in die Tiefe. Das genaue Briefing wird dann vor Ort gemacht, wo man auch die Gruppeneinteilung machen und dann gemeinsam dann dort in die Tiefe abtauchen. Jeder Griff muss sitzen. Bei der Operation muss alles Hand in Hand gehen. Die einzelnen Teilnehmer müssen sich zu 100% aufeinander verlassen können. Es wird gebrieft, es wird getüftelt und überlegt, welche Tauchroute für unser Vorhaben am besten ist. Letztendlich muss das Equipment, was wir haben, sowie auch das Equipment, was ihr zur Verfügung habt, muss stimmen, dass die ganzen Sachen sauber dokumentierbar sind. Und bei uns ist es, dass wir halt wieder optimal zurückkommen. Genau deswegen haben wir die Profis des Bundesheeres und von Adventure Diving Altmünster mit an Bord, um die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Also die Herausforderung grundsätzlich an österreichischen Seen ist, dass sie sehr kalt sind. Also, und hier der Traunsee insbesondere, also wir haben Wassertemperaturen zwischen 4 und 6 Grad. Ich muss sagen, wir waren vorher auch noch nicht hier. Ja. Das Ambiente ist ein Wahnsinn. Ne. Und das Wasser wird in kürzester Zeit dunkel. Also man ist dann ab 30 Meter eigentlich auf einem Nachttauchgang unterwegs. Weil Tieftauchen beinhaltet doch Gefahren. Aufgrund des Umgebungsdrucks, aufgrund der Tiefe, was da ist. Wenn da irgendwas passiert und man muss aus irgendwelchen Gründen nach oben und ist zu schnell, kann es zu einem Lungenriss kommen, der tödlich ausgehen kann. Somit zeigt sich die Wichtigkeit dieses ersten Tauchgangs. Das Kennenlernen der einzelnen Protagonisten, die für unser Tiefenrausch-Live-Projekt im September enorm wichtig sind. Für uns zeigen sich hier am Traunsee erstmals einzigartige Bilder von unter Wasser. Beim TV-Live-Event wird dieses Vorhaben dann noch um das U-Boot erweitert. Naja, wenn man mit U-Boot runtergeht, ist es in etwa gleich. Das heißt, die ganzen Vorbereitungszeiten, die man hat, dass wirklich alles stimmt, dass keine Probleme auftreten, ist immer das Erste, bevor man wirklich ins Wasser geht. Das Zweite ist, wenn man sich dann im Wasser befindet, dass man nach einer ca. 5 Meter Tiefe sich wieder sammelt. Kontrolliert nochmal alles, ist alles in okay. Wenn alles okay ist, dann der gezielte gemeinsame Tauchgang in die Tiefe. Wichtig sind die Lichtsignale, um dann für die optimale Kommunikation in der Dunkelheit zu sorgen. Und vom technischen Bereich her ist der erste Sprung in etwa bei 40 Metern. Also dort endet auch der Sporttauchbereich. Und dann kann man grob alle 20 Meter sagen, also 60, 80, 100 sind dann so die großen, aus meiner Sicht, Trennlinien, wo man dann einfach technisch und natürlich auch psychisch
entsprechend gewappnet sein muss, ja, oder ausgerüstet sein muss. Es wird eine Herausforderung für Mensch und Technik. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für Tiefenrausch live. Am 24. September dann am Traunsee das große Tiefenrausch-Live-Event und jeden Donnerstag vorab bereits bei uns immer um 20.15 Uhr die Doku-Serie dazu. Golden oder doch grau in grau, wie wird denn das Wetter im Herbst, sofern man da schon Prognosen wagen kann? Michael Baumgartner fragt nach bei Sabrina Mart von der ZAMG. Sie haben jetzt kürzlich den Bericht zum Sommer 2022 vorgelegt. War das wirklich ein Sommer der Extreme? Es war in dem Fall ein Sommer der Extreme, da es sehr warm war. Es war einer der wärmsten Sommer der Messgeschichte, und zwar es war um 1,6 Grad zu warm. Das entspricht dem viertwärmsten Sommer in Österreich der 255-jährigen Messgeschichte. Da gab es den Höchstwert am 5. August in Seibersdorf mit 38,7 Grad. Es war aber nicht nur zu warm, es war auch relativ trocken und in Summe um 15% zu trocken in ganz Österreich. Was erwartet uns jetzt im Herbst? Gibt es da schon erste Prognosen? Wird das ein warmer, goldener Herbst? Es wird sicher warme, angenehme Herbsttage geben mit einiges an Sonnenschein. Es wird aber auch bestimmt Nebeltage geben. Die Nächte werden länger und es kühlt immer stärker ab. Also Nebel ist auch in Österreich sicher, steht am Programm. Und auch Niederschlag wird es hoffentlich reichlich geben. Also das erwarten wir uns auf jeden Fall für den Herbst. Aber ganz genau klar ist das noch nicht? Ist es noch nicht klar, nein. Das ist nur die Statistik, die uns das gibt. Jetzt sehen wir hier im Hintergrund wahnsinnig viele Messgeräte. Ich frage mich immer, wenn ich die sehe, wie funktioniert das? Wie werden da tatsächlich die Daten gemessen und erhoben? Jetzt werden hier an unseren Wetterstationen, hier zum Beispiel auf der Hohen Warte, werden verschiedenste Parameter gemessen. Das ist die Temperatur, die Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Windrichtung etc. Und daraus, diese Daten werden geprüft. Es gibt in Österreich über 260 Wetterstationen und die zeigen uns eben den Ist-Zustand, aber werden auch für Analysen und statistische Werte verwendet. Und ich nehme an, Sie als Meteorologin werden nicht so sehr auf Wetter-Apps setzen, da diese ja doch sehr oft ungenau sind, oder? Ja, so Wetter-Apps sind für den groben Überblick sicher sinnvoll, also für den täglichen Anwender sicher sehr nützlich. Allerdings, wenn man da in die Tiefe schaut, eben gerade die Unsicherheit, die ist hier nicht berücksichtigt. Es gibt keine Anzeichen von Vorbelastungen oder keine Einflüsse der Regionalität. Auch die Orographie spielt in den Wetter-Apps eine untergeordnete Rolle. Und da haben eben die Meteorologen in ihrer beratenden Form da schon die Überhand auf jeden Fall. Dann vielen Dank für die Informationen, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Und damit zurück ins Studio. Und damit zu den aktuellen Wetteraussichten. Wolkenlos hat sich heute der Himmel über Eisenstadt präsentiert, bei Temperaturen über 25 Grad. Im Burgenland und auch in Wien bleibt es morgen weiter spätsommerlich mit Temperaturen bis maximal 28 Grad. In Niederösterreich kommen am Nachmittag Wolken auf, im Waldviertel sind auch Regenschauer oder Gewitter möglich. Der Donnerstag wird dann im Osten Österreichs nochmal richtig sommerlich mit bis zu 30 Grad und viel Sonne, in Niederösterreich zunehmend unbeständig. Morgen Mittwoch, da werden wir richtig aktiv mit einem Rückblick auf den Tag des Sports im Burgenland. Machen Sie es gut, bis morgen.